Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boing und das ist BattleTech. Nach dem Desaster in der letzten Folge habe ich es doch tatsächlich dann danach nochmal neu gespielt mit einer bisschen anderen Taktik. Danach habe ich überlegt, ach Mist, hättest du mal aufgenommen, aber im Endeffekt ist es so, alle leben noch. Es gibt leichte Verletzungen und auch unsere Mechs sind alle okay. Ich habe meine Taktik ein bisschen umgestellt und wir haben auch noch den Centurion, haben wir auch gekriegt. Und da müssen wir dann mal gucken, wie wir den denn jetzt ausrüsten. Ich habe mir überlegt, wir haben ja hier den Shadowhawk, dass wir vielleicht so ein bisschen uns daran orientieren. Ich muss auch mal gucken, ich glaube, also geldtechnisch sind wir hier in trockenen Tüchern, ist alles gut. Hier allerdings, müssen wir mal gucken, 32 Tage, bis alles repariert ist. Also ein Finanzreport haben wir auf jeden Fall. Vielleicht sogar zwei. So, Centurion, wie rüsten wir den aus? Das ist auch ein Medium-Gerät. Jetzt hier haben wir schon Medium-Laser, LRM-5-Raketen. Mal gucken, was ich hier habe. Ich finde die Ladezeiten echt grenzwertig. Habe ich denn noch Raketen? Ich wähle mal hier alles ab, damit das ein bisschen übersichtlicher ist. Ich habe hier noch die 10er. Hätte ich im Angebot. Was wiegen die denn? 5. Und was wiegen die 5er? 2. Also da macht es vielleicht echt Sinn, eher die 5er einzusetzen. Vielleicht 2 davon. Und dann nehmen wir noch natürlich Ammo dazu. Was ist hier? Achso. Und dann, also ich glaube, raketenmäßig sind wir gut ausgestattet. Hier habe ich einen M-Laser. M-Laser macht den. Macht. Ja, also das. Ich weiß nicht, kann man hier auch einen L-Laser hinpacken? Kann man auch. Was macht, was du, wo ist der Unterschied? Okay. Schaden hier 40, Heat 30 allerdings. Hier Heat 10 und Damage 25. Also, puh, das ist natürlich schon extrem. Also, ihr seht die. Effizienz geht hier extrem runter. Wenn wir jetzt noch einen M-Laser dazu machen, ist es relativ okay. Aber ein L-Laser, da puh, bricht das richtig ein. Ich glaube, da würde ich dann Abstand von nehmen. Hier können wir noch die Dinger hier reinbauen. Die Wahl zwischen Damage 25 und Damage 45. Da bin ich dann Team 45. Und wir brauchen natürlich auch noch Ammo. Ich will das jetzt nicht alles in den Torso packen. So, damit haben wir Waffenslots so gut wie... Sonst können wir hier nirgendwo Waffen reinpacken, oder? Raketen wird noch einmal gehen. Aber sonst war es das eigentlich. Okay. Rein Theo. Was ist das hier? Short Range und die sind Long Range. Dann können wir vielleicht noch so ein paar Short Range Dinger reinpacken. So, Durability 1, 2, 3, 4, 5. SRM Ammo brauchen wir natürlich auch. Ich einfach mal hier rein, oder? So, jetzt haben wir noch 4 Tonnen.
Equipment. Brauchen wir ein Jumpjet? Jo. Und Heatsink macht auch Sinn. So, wir haben jetzt 4x Firepower, 5x Durability. Ich vergleiche das mal kurz. Confirm. Und das machen wir mal. Ich vergleiche das mal kurz mit dem hier. Der hat auch Durability 5, Firepower 3. Also das heißt also Heat, ja, die Effizienz der, die Heat Effizienz, Effizienz, die Hitzeeffizienz ist da wesentlich besser. So im Vergleich. Aber er hat noch einen Heatsink mehr. Ich werde hier, glaube ich, auch dann, nachdem die Arbeiten abgeschlossen sind, 61 Tage. Holy moly. Da werde ich dann definitiv auch noch einen Heatsink mit reinnehmen. Ich lasse das erstmal so. Wir müssen auf jeden Fall 32 Tage warten, bevor wir eine neue Mission annehmen können. Wie sieht es denn hier mit den Sachen aus, die wir hier noch haben? Von dem hier, das ist ein Light, ein Firestarter, haben wir schon zwei von drei Teilen. Der Quick Draw wird mich noch interessieren. Ich guck mal, ob man hier was kaufen kann. Nee. Ein Panther wäre möglich. 35 Tonnen. Was ist denn hier mit so einem Flamer? Flamethrower. Auch gemein. Ich kaufe mir den einfach mal. Wer weiß, für was man es gebrauchen kann. New weapon systems available. Ja, ein paar coole Raketen. Die sind teuer. Heatsinks. Ich kaufe mir auch. Brauche ich Heatsinks eigentlich? Wie viel habe ich denn noch? Nee, brauche ich nicht. Okay. Mehr brauchen wir davon auch nicht. So, dann gehe ich hier mal in den Vorspulmodus. Organized Chaos. In the morning briefing, Jeng jumps right in. Commander, the Leopard is too small. My mech-techs keep tripping over everything. So, hier können wir uns wieder entscheiden. Ob wir nicht Platz machen für das Zeug, was er da für seinen Mech. Und würde ich sagen, wir packen jetzt alles voll mit seinem Mech-Zeug und verlieren einen Moralpunkt. Dafür Tech-Point-Bonus für 30 Tage. Toll. Oh, und einen neuen Financial Report. Moral ist bei 27. Pushen wir das Ganze ein bisschen jetzt. Ich würde sagen, wir pushen das nochmal um einen Punkt. Wir haben jetzt einen verloren. Lassen weiterlaufen. So, nächster Finanzreport ist hier. Gleich sind auch unsere ganzen Mechs wieder fertig. Und Medusa ist auch wieder gesund. The Last Cup. Oh, hier geht es um Kaffee. Die streiten sich wegen Kaffee, über den letzten Kaffee. Und wir teilen es auf. Was ist denn High Spirits? Ah ja, okay. Die beiden kriegen dadurch Moral plus, Moralbonus. Haben wir gut gemacht. Gute Entscheidung. So, noch 10 Tage. Da müssen wir noch mal einmal zahlen und dann ist gut. Können wir wieder reinjumpen in die Action. Medical Expenses. So, also darum geht's.
holen wir uns jetzt, also unsere Medikamente werden, das hatte ich schon mal hier, dieses Medical Expenses. Unsere Medikamente werden knapp. So, jetzt können wir hier einen Minimum Stock kaufen, also das Minimale, oder wir kaufen noch ein paar extra Tabletten und das machen wir natürlich auch, denn das gibt uns plus 2 Medical Points. Zack. So, und jetzt mache ich wieder auf normal. Zack. Accept. Gut, dann McBay. So, er ist fertig, aber wir haben noch nicht alle Punkte verbraucht. Also wir sehen jetzt hier im direkten Vergleich die Die Hitzeeffizienz ist relativ schmal. Movement ist als auch nicht so, aber dafür Firepower ist gut. Dann gucken wir mal, dass wir noch die restlichen Punkte hier verbrauchen. So, ich würde sagen, Heatsink nehmen wir auch nochmal dazu. Klar, Boff und Max Armor. Dann haben wir nämlich jetzt alles so, wie es wollte. Wobei, ich könnte Tonnage One, die Frage ist, wo kann man den denn reinpacken, den Flamethrower? Hier. Eine Tonne müssten wir jetzt loswerden. Ich auf den Heat Sink verzichten. Oder will ich ein bisschen die Durability runterfahren? Eigentlich nicht. Tage. Confirm. Ich versuche das einfach mal. Mal gucken, wie er performen wird. Ja, 2 Tage kriege ich hin. So. Jetzt schauen wir mal, was für Verträge offen sind. Stop the signal. Stopp das Signal. Hm, 140.000. Oh, 1,5 Todessterne. Müssen wir die Kommunikationsfabrik oder die Kommunikationseinrichtung zerstören. Ich weiß nicht, fühlen wir uns bereit dafür? Ich denke schon. Ich denke schon, ich meine, es ist halt immer noch 1,5. Das ist jetzt eigentlich nicht so schwer, oder? Würde ich sagen, wir machen das mal. Ich nehme das maximale Geld. Oder? Das finde ich ein bisschen... Warum geht der Rap-Bonus runter, wenn wir das maximale Geld nehmen? Ich nehme es trotzdem. So. Ich würde mal sagen, Cheeky nimmt jetzt hier den Centurion. Und vielleicht gebe ich ihm, Medusa, mal hier den Blackjack. Einfach mal gucken. So, und los.
Ja, da oben stand es gerade auch nochmal, diese Prioritätsmissionen spinnen die Story weiter und werden extrem gut bezahlt. Tatsächlich, das hat uns den Arsch gerettet. Und ich muss wirklich öfter mal speichern. Auf geht's. Command Interface initiated. So, da ist die Base oder die eine Base. Ich weiß nicht, ob es mehrere gibt, aber da müssen wir auf jeden Fall hin. Okay, und es scheint so, als wären hier auch noch ein paar Gegner in der Nähe. Dann wollen wir mal uns langsam vortasten. So, Enemy Contact haben wir schon. Verstehe. Och, der Kleine. So, ich gebe mal alles hier. Ja, nicht so gut. Wie der Centurion sich schlägt. Oh, blöde Position. Ernsthaft? Oh, Knockdown. Einen haben wir noch. Dafür, dass es so weit weg war, ne? Geht. Was mit ihm her? Steht er noch auf oder heute nicht mehr? Gut.
Engaging target. Was, warum? Was macht er? Ach so, er fällt hin. Düdüm. Der hat bessere Werte, obwohl Call a Shot. Wo schießen wir denn hin? Dahin. So, Nummer 1. Also es sind auch nur die drei anscheinend. Damit der ja nicht auf die Idee kommt, mich hier irgendwie blöd aussehen zu lassen. Direkt mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ist schön so die Gra... Also wenn dieses wenn wir im Dunkeln unterwegs sind, die Grafik gefällt mir noch ein bisschen besser. Durch die Lichteffekte. Ist richtig schön. Ich glaube, der macht nicht mehr viel, ne? Der läuft doch schon so langsam. Bang, you're dead. Oh. Heat critical. Uiuiui. Ne, da warte ich hier auch mal. Noch Shiki dran. Was hat er jetzt hier? Ach, da gehe ich auch mal auf Pause. So, du brauchst auch eine Runde Pause. So, auf zur Basis. Mal gucken, ob es da Verteidigung gibt. Yep. Was haben wir hier? Wir sind jetzt dran. Können wir aussuchen. Ach nee, da sind die Tower. Ja, verstehe.
for orders. I copy. Aye, aye. That turret is gone. Da bleibt noch der. Waiting for orders. I read you, Commander. Moving out. Na, da war auch noch einer. Engaging target. Target destroyed. Ja, läuft gut mit dem Centurion. Hatte ich diese Animation nicht ausgestellt? Mir war so. Na. Ja, ja, ich, Reinforcements, jetzt, wo haben wir sie? Da hinten, ah. Oh, und da. Wow. Blöder Turret. Muss ich gucken, dass ich hier nicht. Zu unvorsichtig bin. Kommt schon, weiter. Also für 140.000 ist das aber eine ausführliche Mission hier. Enemy unit destroyed. Na, geh schon zu Flasche. Jetzt ist die Frage, ich komme an den da hinten, an den Turm nicht dran. Ich glaube, ich ziehe mal weg. Vielleicht ist das ja außerhalb der Reichweite.
So, also die Richtung. Übrigens mein Hund gerade am Eskalieren gewesen. Die Position ist besser. Wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich von einem von denen getroffen. Aber ich kann den hier schon mal angreifen. Den Panther. Der nervt jetzt rum hier. Oh, Miss. Hat er gegen einen Stein geschossen? Ja, blöd, ne? Macht, glaube ich, noch der Jump hierhin mehr Sinn. Nee, den möchte ich nur ausschalten. Diese blöden Tower, ehrlich. So. Boah, nervt. Standing by. Waiting on you, Commander. Ja. Toll. Man aids, er haut ab. Ready for orders. On it. Ach Mensch. Ja. Check. Jetzt nur noch das Moped hier hinten. Verdammt. Warning. Enemy sensor lock detected. I'm showing minor damage. Ja, ja. Receiving you. Next. Target destroyed.
Affirmative. Move order received. Das haben wir. Jetzt noch das Gebäude. Wir haben eine Raketensalve ab. Ah ne. Oh, ich glaube, wir haben's. Fresh real estate. Leopard inbound, Commander. I'll meet you at the LZ. Wo ist denn die Evac Zone? Wow, da ganz hinten. Commander? Moving to position. Gucken hier in den Optionen. Ah, Sprint Follow Camera. Ja, safe. Was war das andere noch? Attack Zoom. Nö. Alles klar. Oh, ich wollte speichern. Waiting for orders. Affirmative. Receiving you. Location confirmed. Receiving you. So, das war, also die Reichweite ist schon beeindruckend. Von da hinten bis hier wahrscheinlich als Reichweite. Unglaublich. Nee, du bleibst hier. So, Mission erfüllt. Roger. Ah, ich kann nicht mehr speichern. Düdüm. Daumen drücken, dass es nicht abstürzt. Mission successful. Continue.
So, was kriegen wir denn hier Schönes? Wir kriegen 190.000. Das ist gut. Okay, der ist ein bisschen angeschlagen. Und Glitch fällt aus. Da, Raketen und ein Laser. Na gut. Ja, war jetzt lukrativ, ist was anderes. Das war es definitiv nicht. Ah. Kriegen wir dann einen Special-Auftrag. So, aber ich muss mal eben erst reparieren. Hallo? Also die Performance von dem Centurion ist super. Ist alles noch vor dem Financial Report, das ist gut. Priority Mission First Strike. Wo müssen wir denn hin? Nach Veldri. Ich habe gesehen, wir können ja jetzt eigentlich auch hinreisen, wo wir wollen, ne? Angeblich. Das ist ziemlich große Karte. Kann ich jetzt eigentlich auch sagen, wir reisen hier hin? Klimatropisch. Aha. Oh. Kostet 100. Ach so, Moment mal. Das kostet 120.000. Jetzt ist die Frage, was tun? Was tun? Können wir einfach mal dahin fliegen. Ich fliege jetzt einfach mal dahin. Time 33 Tage. 33 Tage? Ja gut, wir haben noch genug Kohle. Unsere erste große Operation gegen das Direktorat. Boah, komm. Travel. Also als erstes Fazit, schönes Spiel. Für mich jetzt tatsächlich gewöhnungsbedürftig, was... was jetzt Interface und die Max angeht. Ich habe... Das ist wirklich jetzt bestimmt 20 Jahre her, noch länger her, als ich die ersten MechWarrior Battletech-Teile gespielt habe. Und da muss man erstmal wieder reinkommen. Weil sonst auch nicht wirklich, auch mit ähnlichen Spielen. Obwohl, so viel gab's. Was gab's denn da an Mech-Games? Gucken, kann man das rausfinden? Mech-Games? Was gab's da so? MechWarrior 5. Ach nee, das kommt jetzt. Titanfall, okay. Okay, klar. Natürlich. Das habe ich auch gespielt. MechWarrior Online, da war ich raus. Strike Suit Zero habe ich auch nicht gespielt. Mech Commander. Mech Commander, okay, klar. Supreme Commander habe ich auch nicht gespielt. Brigador sagt mir nichts. Ja, also okay. Aber Supreme Commander, ich glaube, das soll ja sehr, sehr, sehr gut sein, richtig? Ist das so?
auf jeden Fall sehr, sehr viele Einheiten auf einmal. Liest sich eigentlich auch ganz gut. Okay, next. Pushen wir jetzt noch einmal Moral oder eher nicht so? Nee, wir warten noch. Wie sieht's aus? Sind wir gleich da? 8 Tage. Vielleicht gibt es da noch eine andere Mission, die wir vorher machen können. Denn, das ist mir ein bisschen wenig. Oh! Not yet. Noch nicht. Wir starten es noch nicht. Okay, es sind auch keine anderen Verträge verfügbar. So, aber noch einmal gehe ich nochmal ins Store. Was gibt es hier für Max? Keine Equipment. Oh, hallo. Was habe ich denn aktuell für Jump Jets installiert? Ah ne, MacBay. Sorry. Die S-Variante, das ist ja interessant. Da könnten wir vielleicht sogar investieren in bessere Jump Jets. Ah, obwohl, nee, Moment. Die sind für 55 Tonnen. Ja, da macht das keinen Sinn. Das ist Gyro, Melee-Hit. Melee-Damage. Boah, interessiert mich jetzt auch nicht so. Partikelkanone. Wow. Sieben Tonnen. Wow. Aber das Ding hat 50 Damage. Ich glaube, hier werde ich ein bisschen shoppen. Einfach nur, um es da zu haben. Und dann mal zu gucken, ob man da vielleicht was da was verbessern kann. Ich kaufe das Ding jetzt mal. Oder? Das Ding wirkt ziemlich cool. New weapon systems available. Was ist denn M-Laser Plus? Also M-Laser an sich habe ich doch, ne? L-Laser. Und M-Weapons. Wo ist denn der Unterschied jetzt hier? In der Tonnage sind keine. Aber Damage Plus, deswegen SRM 6 Plus. Habe ich hier irgendwo SRM 6 im Einsatz? Nee. Hier. Da könnte man ein Upgrade durchführen und natürlich auch den M-Laser Upgrade. Cool! Der Store gefällt mir. Ich werde mal hier in den M-Laser Plus investieren. Und in SRM 6 Plus. New weapon systems available. 22 Tage Zeit. Denn jetzt könnte ich ja zum Beispiel sagen, wir rüsten jetzt schon mal den zum Beispiel den Shadowhawk Refit. M-Laser raus.
und M-Laser Plus rein. Was ist hier? Repair, warum? Jetzt so im direkten Vergleich sieht man nicht viel, aber es ist natürlich der Critical Hit Plus. Confirm. So, und bei dem sagen wir jetzt, ich habe hier SRM6 drin und die will ich austauschen gegen die hier. Ja. Alles klar. Dauert jetzt insgesamt 11 Tage. Bisschen übertrieben, aber wir machen es mal. So, bevor wir dann jetzt in die nächste Mission starten, machen wir einen kurzen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir gefällt das Spiel wirklich sehr gut. Jetzt mit der Zeit noch besser. Ein bisschen die Mechanik ein bisschen besser kennen. Und vor allem auch hier mit der MacBay. Ich finde das nicht ganz... Also die Sache ist ja die. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten hier. Wir können zum Beispiel sagen... Ich möchte weniger Armor haben, mehr Waffen. Kann man ja durchaus sinnvoll. Zum Beispiel Left Leg, wobei ich hier jetzt da nicht viel Armor wegnehmen würde. Aber man könnte ja hier auch ein bisschen weniger machen und dafür nimmt man mehr Waffen rein. Und ich finde, diesen Spagat hinzubekommen, ist ein bisschen überwältigend am Anfang. Empfinde ich so. Aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. Jetzt auch mit dem Centurion, da haben wir ein gutes Setting gefunden. Ein gutes Fitting gefunden. Aber ein bisschen optimieren könnt ihr vielleicht schon noch. Tonnage von 8. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Das kommt jetzt nach und nach. Dann erstmal die Hauptmission spielen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!